Horizont, die Tasche gepackt. Die Gedanken schalte ich ab und dann verlasse ich die Stadt. Die Zeit noch nie so intensiv in meinem Nacken gehabt. Doch zum Abschied habe ich leider keinen passenden Satz. Ein letztes Mal meine Heimat sehen, keine Tränen. Auch wenn beide Beine keine Kraft mehr haben, weitergehen. Das Leben fast erschlagen. Jetzt heißt es von den Dingen Abstand nehmen, die zurzeit meinen Alltag plagen. Jeder Fehler, jeder falsche Schritt, wer weiß, ob es der letzte meiner Reise ist. Ich weiß es nicht, ich schau auf die Uhr, solange Zeiger tickt und gehe meinen Weg alleine. Es kommt keiner mit, das zeigt, dass der Weg meiner ist. Wenn ich nochmal zurückblick, sehe ich dort nichts Stück für Stück. Ich verdrück mich, vernebelte Sicht. Die Leere wird verheerend, dennoch sehe ich Licht. Keine Ahnung, ob Erwartung meinem Leben entspricht. Fühlt sich an wie ausgesetzt. Und ich weiß, ich bin nicht auf der Suche oder lauf ich weg. Niemand da, kaum Gepäck, nichts außer Unendlichkeit. Blick nach vorn, geradeaus, wie weit kann schon unendlich sein? Ja, ich beeil mich, doch weiß nicht, wohin dieser Weg gesteuert. Ziel oder Wege vorher, denn hier ist niemand gewesen vorher. Niemand, der mir sagen kann, ob der Sensemann nach meinem jahrelangen Tatendrang nur meine Seele fordert. Denn auf meinem Weg lagen mehr Steine, als man stolpern kann. Und Freunde wurden zu Feinden, noch ohne dass Erfolg noch kam. Nichts, worauf man stolz sein kann, noch keine Zeit zu trauern. Denn hier draußen laufen die Zeiger der Zeit wie im Verfolgungswahn. Der Koltermann, die letzte Kugel gehört mir. Wer sein Hab und Gut riskiert, hat wohl nicht zu viel zu verlieren. Einsamkeit paralysiert und keiner weiß, was hier passiert. Doch ich muss durch diese Wüste, um Richtung Zukunft zu marschieren.